Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit 4 Updates und 5 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Peter Völker für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir starten natürlich mit den Updates und zwar kommt das erste Update für den Deutz D06 Series. Dieser kommt von Blauea, Downloadgröße 14,92 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Frontlader-Option hinzugefügt, neuer Shop-Artikel hinzugefügt, Frontlader, visuelle Verbesserungen vorgenommen und der Preis wurde reduziert. Das nächste Update kommt für den Oliven- und Olivenpflücker von Raul I. Christi vom VSR Modding Team Syr. Downloadgröße 13,12 MB jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, hinzugefügt Steigerung der Olivenproduktion, Hinzufügen von Hydraulikflüssigkeit erhöhte die Produktion der Oliven ein wenig. Der Lizard Ringroller Alt kriegt das nächste Update, kommt von ABT Frankie, Downloadgröße 12,26 MB jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, feste Arbeitsbreite, 4 Meter Version hinzugefügt, Preise korrigiert, kleinere Korrekturen. Damit kommen wir schon zum letzten Update für heute und zwar ist das Ballenlager von Akimobil und Sun, Downloadgröße 8,98 MB, jetzt in der Version von 1.3.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Umstellung auf Revamp zur Nutzung der neuesten Skripte, neues Lager für Holzschnitzel Rundballen, neue Rund- und Quaderballenlager für Baumwollballe und Silageballen werden in Blau ausgelagert, ab Revamp Version 1.3. Und damit kommen wir zu den neuen Mods. Und zwar heißt die erste neue Mod Tupan Jack Pack, kommt von Udrujenie Nesavishni Modera, Downloadgröße 15,23 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kriegen wir hier ein Pack von zwei verschiedenen Grubbern. Und zwar zum einen den TD440, das ist dieser hier, wiegt eine Tonne, braucht 110 PS, Arbeitsbreite 4,40 m und Arbeitsgeschwindigkeit 13 km/h. Der Preis 8.500 Euro. Dann haben wir noch die TD660, das ist der große Bruder mit dem Gewicht von 1,3 Tonnen, braucht 200 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6,6 Meter und die Arbeitsgeschwindigkeit liegt ebenfalls bei 13 km/h. Der Preis 12.000 Euro. Als nächstes kommen wir zum Macaulay Tieflader. Dieser kommt von Fast Farming, Downloadgröße 15,87 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kriegen wir hier auch zwei Tieflader. Hier ist es wahrscheinlich ein Fehler mit dem Namen. Der eine ist ein Zweiachs und einmal der Dreiachs. Der Zweiachs müsste wahrscheinlich heißen Tandem Tieflader und der Tridem natürlich der Tridem Tieflader. Wir schauen uns den kleinen erstmal an. Der wiegt 3,4 Tonnen und kostet 12.500 Euro. Das Design kann geändert werden von Standard zu Mac Aufkleber. Macaulay neuer Aufkleber und da gibt es verschiedene Optionen. Einmal mit Reflektoren und dann auch die verschiedenen Aufkleber natürlich in Kombination mit der Reflektoren. Design kann geändert werden, Ballengitter, verzinkte Seiten, dann gibt es beides zusammen, dann gibt es den Reflektor, dann gibt es den Reflektor mit Ballengitter und den verzinkten Seiten, dann gibt es den Ballenkeil, das ist dieses hier und da gibt es auch alle verschiedenen Versionen davon. Dann können die Leiterrampen geändert werden zu Standardrampen. Dann Rampenzeichentyp, da gibt es Typ 1 und Typ 2. Dann gibt es Anbaukupplungstyp und zwar Zugöse. Und zwar gibt es hier 4 verschiedene Optionen. Damit verändert sich aber nur die Höhe quasi der Öse. Das ist 1, 2, 3 und 4. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Die Designfarbe natürlich ebenso und betrifft natürlich den Aufbau. Des Weiteren können wir die Felgenfarbe verändern, natürlich hier um die Felgenfarbe. Dann gibt es den Tridem, also der Dreiachs, der wiegt 3,7 Tonnen und kostet 18.750 Euro. Die Optionen sind dieselben, die haben wir schon angeguckt, daher gehen wir gleich weiter zur nächsten neuen Mod. Die nächste neue Mod heißt Lizard LT699 Sattelschlepper Log Trailer von FSG Modding, Downloadgröße 4,59 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Holzanhänger hier, wiegt 6,2 Tonnen und kostet 17.000 Euro. Es gibt die vierfache Koje oder die doppelte Koje.
Dann gibt es die Reifenhersteller, die gewählt werden können zwischen Continental, Michelin, Mitas, Wredestein, Nunkien und Trelleborg. Dann gibt es die Hauptfarbe, die kann geändert werden aus dieser riesengroßen Farbpalette hier. Da könnt ihr also je nach beliebigem Geschmack ihr das auswählen. Die Designfarbe natürlich ebenso und betrifft die Rungen. Und die Felgenfarbe, das spricht natürlich für sich, betrifft natürlich die Felge. Und dann kommen wir schon zu der letzten neuen Mod, was Geräte und Fahrzeuge angeht. Und zwar ist das der John Deere 4940 selbstfahrende Spritze. Kommt von Custom Modding, Downloadgröße 59,6 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieses Combo-Pack hier, zum einen Fall natürlich die selbstfahrende Spritze hier. Kommt mit der Leistung von 340 PS. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 587 Litern und 5 Litern DEF. Das ist sehr wenig DEF. 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 16,7 Tonnen und kostet 195.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mitas und Lizard. Die Reifenvarianten, da gibt es die verschiedensten Kombinationen, da könnt ihr selber durchklicken. Dann kann das Starfire 3000 hinzugebaut werden, einmal ja oder nein. Kotflügel können auch hinzugebaut werden, wenn es eben so gewünscht ist. Leuchtturmlicht, das ist nichts anderes als die Rundumleuchte. Dann gibt es den Green Star 3 Software, und zwar der Spray Star und den Spread Star. Und das ist wahrscheinlich gedacht, dass es korrekt angezeigt wird im Display, ob man, je nachdem, ob man Mineraldünger oder Flüssigdünger ausbringt. Dazu können Zahlen angebracht werden, natürlich um die entsprechende Flotte zu finden. Da kann durchgegangen werden bis zur Zahl 25. Da kann natürlich danach nach Wunsch entweder ein Trockenkasten drauf gebaut werden, der sowohl Mineraldünger wie Kalk ausbringt. Der hat ein Ladevolumen von 19.200 Litern, 2 Tonnen wiegt dieser und streut 32 Meter weit. Die Arbeitsgeschwindigkeit, das ist heavy, 40 km/h. Der Preis 48.000 Euro. Sehr schnell das Teil. Dann kommt der 120 Fuß Ausleger. Das ist natürlich die Spritze, natürlich für Flüssigdünger oder Pflanzenschutzmittel. Hat ein Standard-Tankvolumen von 4.542 Litern, wiegt ebenfalls 2 Tonnen. Hat eine Arbeitsbreite von 36,6 Meter. Die Arbeitsgeschwindigkeit ein bisschen langsamer, 32 ist immer noch sehr hoch und natürlich der Preis liegt bei knappen 85.000 Euro. Da kann eine Direkteinspritzfunktion hinzugebaut werden, das ist diese hier, die erhöht dann das Tankvolumen auf 4.712 Liter. Load Command System kann hinzugebaut werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das beeinflusst, ob das eine Beeinflussung hat. Was hinzugebaut werden kann, ist die punktuelle Unkrautbekämpfung. Die kann hinzugebaut werden für knappe 40.000 Euro. Also ich habe jetzt hier mal die Tür aufgemacht. Also hier dieser Türspalt ist sehr eng. Also da muss man ziemlich schlank sein, um da überhaupt reinzukommen. Dann kann hier dieser Spritzarm kann gehoben, gesenkt werden. Das kann aber auch oft seitlich auf einer Seite passieren und auf der anderen Seite natürlich ebenso. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod für heute. Und zwar heißt dieser Bauen mit Bauklötzen von Xares Holzwelten. Downloadgröße 1,34 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Dekoration. Da gibt es diese Pakete hier. Einmal die Bodenplatte 10x10 Meter. Dann gibt es hier verschiedene Teile. Das erinnert mich so ein bisschen an das Duplex- oder Lego-Spiel. Da sind diese Einheiten hier. Dann eben die Bodenplatte. Eine Deckenplatte gibt es auch etwas eine kleinere. Noch einmal eine. Da gibt es die große Deckenplatte. Das ist eine doppelte. Und dann gibt es die Fensterbrücke, damit man auch Fenster bauen kann. Kostenpunkt dieser einzelnen Teile liegen zwischen 50 Euro und natürlich ca. 5000 Euro. Das sieht dann so aus. Tatsächlich so wie beim Lego-Spiel, aber hier muss man aufgepasst. Also zumindest hier so. Kann ich das im Prinzip nur mit der Superkraft entsprechend bewegen. Und das ist noch eine ziemliche Sisyphus-Arbeit, das korrekt hier zu platzieren. Dass es dann perfekt passt, das ist eine Sache.
Jetzt passt das. Jetzt kann man hier weiter bauen, wenn man da so möchte. Auf jeden Fall, so kann man seine eigenen Gebäude erbauen, wenn man den so will. Also ich fühle mich wie zurück in meiner Kindheit, wo ich noch mit Lego auch Häuser gebaut habe. Tja, das war's schon wieder für heute von den Mods. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschalten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir das kostenfreie Abo ab, möchtest du keine weiteren Videos dieser Art verpassen. In dem Sinne würde ich sagen, das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Morgen ist Freitag, morgen habe ich meine Tochter. Aber auf jeden Fall nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis denn, ein gutes Wochenende. Danke, tschüss und hasta luego.